Grüezi miteinander. Es wird Zeit für ein aufgebrauchtes Video. Und ich drehe das Video wirklich schon vorgängig da bei uns. Also ich habe jetzt nachher Ferienball. Das ist jetzt heute, glaube ich, der 20. Februar. Ich weiß gerade nicht, aber ungefähr. Und ich habe dann noch eine Woche Urlaub. Dort ist noch Karneval. Ich habe Besuch und ich werde keine Zeit haben, Ende Monat zu drehen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache das heute. Denn heute habe ich Zeit für euch und für uns und wie auch immer. Und die Kiste ist wieder mal voll, aber es sind viele große Dinge, nur damit ihr schon mal wisst. Das erste, Let It Snow. Ich hoffe, dem können wir mit Karneval, Fasching, Fasnacht, sagen wir Schweizer, vertreiben. Und das ist noch eine Kleenex-Box, die ist leer gegangen. Hier ist noch eine, die leer gegangen ist. Beides von Linsoft. Hier konnte man sogar noch adventstechnisch aufrubbeln. Habe ich nicht gemacht. Habe ich gar nicht gesehen, hat Schatzi gesehen. Ich nicht. Genau. Dann ist ein Badreiniger leer gegangen von W5, Power Bad, Max Power gegen Kalk, Schmutz, Rost, Seife, bla bla bla. Ja, riecht halt einfach sehr chemisch, aber er hat gereinigt. Wichtig, ne? Das ist eine wichtige Sache, dass es reinigt. Dann sind Ohrenstäbchen leer gegangen. Ich habe sie aufgefüllt, habe so einen Spender von Touch of Beauty Bambus Wattestäbchen. Brauche ich ab und an für die Ohren, aber auch zum Korrigieren von Make-up. Ich habe die lieber als die Q-Tips, keine Ahnung weshalb. Es ist einfach so, weil sie wahrscheinlich universeller einsetzbar sind. Sie waren okay, nur war das Bauschelteil, wo die Watte daran war, war eher sehr hart. Ja. Aber Leute, das ist Meckern auf hohem Niveau. Dann, das ist aber nicht leer, sondern aussortiert, das Jean and Len Shampoo und Conditioner für strukturgeschädigtes Haar, bändigt Fritz und verleiht Glanz. Ist halt eben ohne Gedöns, ne? Meine Haare haben sich sehr strohig angefühlt, auch nach mehrmaligen Anwendern. Es ist ungefähr halb leer. Ich fand mein Haar nicht schön zum Greifen, zum Spüren, zum Kämmen. Deshalb, es wird weiter wandern, ich werde das weiter verschenken. Denn der Duft war so schön, so richtig schön. Dann ein Airwick Seiden und Lilie ist leer gegangen. Ich mag Airwick ja am liebsten, das wisst ihr, glaube ich, langsam und ja, immer wieder. Dann jetzt hat sich das wieder gesetzt. Das ist so, Leute, von Yves Rocher ist einmal Adventskalender, die Milky Almonds. Wenn du so daran riechst, so lecker, sobald du es in der Hand und auf dem Körper hast, ist es einfach Seife. Dann ist halt einfach auch immer schwierig, ich mag es nicht. Es sind sehr harte Flaschen und eine große Öffnung. Es kommt so gut wie nie alles gut raus. Also, ja, meine Nase, da habe ich mehr erwartet. Dann kommt das Dove Body Joghurt Körpercreme, Granatapfel und Shea Butterduft. Habe ich auch nicht leer gemacht. Trotzdem würde ich sagen, probiert das mal aus. Mir war es einfach zu reichhaltig. Ich mag nicht, wenn ich am nächsten Tag dann immer noch Body Lotion oder Body Joghurt Körpercreme am Körper spüre. Die darf am Abend, darf ich die wahrnehmen, aber am nächsten Morgen nicht mehr. Deshalb, ich werde es auch weiter verschenken. Und ja, es ist halt so ein Pot zum Reingreifen, ist auch nicht so das war. Guckt, noch eine Linsoft. Aber die ist süß mit Flamingos, ne? Und ich sehe noch mal eine. Und die ist natürlich ultra süß. Das ist aber von Kartika. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das im Rossmann gekauft habe. Ne? Ist das nicht cool? Joa. Dann, das haben wir gemeinsam getestet. Das werdet ihr, ja, habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Ich möchte es nicht umdrehen. Ich habe es hier geöffnet. Es ist ein Enzym-Peeling, also Pulver, das man sich aufs Gesicht aufschäumt. Mir hat das erstens gebrannt im Gesicht, also es war zu stark irgendwie und ich finde es halt einfach auch schwierig und mühselig von der Anwendung, deshalb ja, kommt das weg, das werde ich aber entsorgen. Dann, da müsste noch ein zweites sein, genau, das No Filter Glamour Badeschaum von No Filter, nein, deins, glaube ich, und Leute, das hat es endlich wieder mal geschafft, dass das ganze Badezimmer danach roch. Es riecht bärig,
aber nicht süß, sondern bärig edel. Kann man das sagen? War cool. Also, würde ich mir wieder kaufen. Aber ich glaube, das war eine Limited Edition. Ah, hier. Revolution No Strips. Habe ich auch noch gebraucht. Ja, war jetzt nicht so der Knaller. Aber, ja. Dann von Maybelline die Colossal Curl Bones. Ich fand sie nicht gut. Die wird weiter wandern. Warum fand ich sie nicht gut? Sie hat nicht schön getrennt, es hat nicht KBM gemacht. Ich habe mir mehr erhofft. Also die werde ich weitergeben. Dann von I Am Pure Soft Deo Spray. Der war gut, der war lecker, der hat mich geschützt, der hat lecker geduftet. Den würde ich wieder kaufen. Ein Kalker, genau, von M Budget, also der Billigreihe aus dem Migro, habe ich gebraucht für zum Entkalken allerlei, was man so entkalkt. Der war auch gut, den würde ich auch wieder kaufen. Dann habe ich hier noch ein paar kleine. Genau, den werde ich jetzt aussortieren, weiter verschenken. Wer ihn mag, kann ihn haben. Von Essence, den Prime Studio Redness Correcting Pore Minimizer. Ich habe einfach keine Hautrötung. So, Poren verkleinern ist toll, aber Hautrötung habe ich nicht und habe ich mir gedacht, da hat vielleicht jemand anders Tröte. Da habe ich nochmal aus dem Adventskalender auch so ein Yves Rocher Juice Berry. Auch hier dasselbe Problem. In der Nase duftet es wunderbar, am Körper ist es pure Seife. Und eine bescheuerte Flasche, denn seht ihr, es hat sich jetzt wieder gesetzt und ich habe es als leer beurteilt, ne? Wie auch immer. Batiste Trockenshampoo Love is Love mit Fruitgeschmack. Eine super schöne Verpackung, Leute. Aber ich brauche es nicht. Ich brauche es wirklich nicht, das Batiste-Zeugs. Deshalb wird es weiter verschenkt. Bin kein Trockenshampoo-Typ. Asa Magic Finish Mascara ist leer gegangen. Also leer und trocken. Und die war gut. Die hat mir gefallen. Die hat zwar auch nicht KBM gemacht, aber die hat ein schönes Gefühl hinterlassen. Man hat es gesehen, trotzdem nicht zu dominant. Also, ja. Dies war gut. Dann, was war auch noch gut, die denkt mit, Feuchttücher zum Reinigen. Ich liebe sie, ich brauche sie für Schminktisch und Co. und sind immer wieder gut. Die Balea Hanftuchmaske war, glaube ich, auch gut. Sie war von der Passform, vom Schnitt her, glaube ich, komisch, aber hat gut eingezogen, hat meiner Haut gut getan, war gut. Dann ab und an Selit Bang für Dusche zum richtig Reinigen. Ja, ist teuer, aber funktioniert sehr gut. Man kann es aufsprühen, es hinterlässt einen Schaum an der Wand, an der Wanne, wo auch immer. Und ja, ich würde es wieder kaufen, wenn ich so richtig putze. Ne? Das klingt richtig putzen. Dann die Barfuß-Fußmaske mit Lavendel, Avocado und Panthenol. Ja, Spaß. Ich sage dem Spaß. Ich sage immer, eine dicke Schicht Fußcreme und eine Socke ist dasselbe wie das, aber für den Spaß ist es gut. Isana Creme Serum Berry Dream. Das war gut, Leute. Das ist Feuchtigkeit. Pflegt intensiv, verleiht ein ebenmäßiges Hautbild. Vom Rossmann. Das war echt gut. Wenn es das noch gibt, testet das mal. Das habe ich sehr gerne genutzt als Tagescreme. Also, das kann was heißen, ne? Dann Geschirrspülersalz von Denkmit, da sage ich jetzt gar nichts dazu, ne? Muss ich gut schauen, das ist auch Pet. Ein bisschen sortieren, ne? Damit ich mir das Leben einfacher mache. Dann von Tete Sept eine Handvoll Lebenslust, Glücksgefühle, Harmonie, bla bla bla, ein Pflegebad. Genau, das war okay. Nicht so okay wie das andere, das ich gezeigt habe, von Deins, glaube ich, aber das war okay. Dann eine Bubble Took Sheet Mask, die hat einfach nicht wirklich gebubbelt. Ich war, weiß nicht, was mit der los war. Ich musste nachher mein Gesicht waschen, weil es sich einfach sehr seifig angefühlt hat. Ja. Habe ich mir mehr erhofft. Dann ist noch ein Parfüm leer gegangen von Buffalo. Das war gut. Alltagsparfüm, nicht zu dominant, war lecker, war schön. Ja. Ich habe mich wirklich versucht, in den Duschschäumen von Bilou sie leer zu machen. Ich gebe es auf, ich werde die restlichen verschenken, die ich habe. Das war Vanille Cake Bob. Hat super geduftet, war toll, aber ich bin kein Duschschaum-Typ. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Ist halt einfach, wie es ist.
Dann habe ich hier von Schatzi ein Head & Shoulders Shampoo. Hat nichts gesagt, war okay. Noch ein Shampoo von Nivea Men Strong. War auch gut, hat auch nichts gesagt. Nochmal von Yves Rocher eine solche Dusche, eine sehr cremige Dusche. Die war gut. Hat zwar nicht speziell geduftet, aber eben auch nicht seifig, aber die war okay. Würde sie mir niemals kaufen, aber ja. So, wir kommen schon zu meinen letzten Produkten. Ich habe mich einmal mit einer Venusrasierer eine neue Klinge aufgesetzt. Das ist die Umverpackung. Dann habe ich die Polar Lights Pads. Zuerst habe ich gedacht, die sind riesig. Aber Leute, die haben so gut gehalten. Also die waren cool. Wenn ihr die seht, testet die echt. Dann habe ich von Kiate London Everyday Coconut Lipöl. Das war gut. Nicht zu dominant und nicht zu süß und toller Applikator. Ich kann ihn euch ja vielleicht zeigen. Ja, seht ihr? Ja. Der war gut. Denn wenn ich den wieder mal habe, werde ich den gerne auch wieder leer machen. Dann ist noch das Shampoo leer gegangen aus dieser Reihe von, ich weiß nicht, wie es heißt, Acai Berry. Das war super. Das war so toll. Das hat lecker geduftet. Das hat meine Haare gepflegt. Und ich bin froh, dass ich es noch in anderen Sorten habe zum Probieren. Genau. Ja, Leute. Somit ist meine Kiste leer. Ich kann wieder sammeln im März, damit wir uns das Ende Monat gemeinsam anschauen können. Und ja, das war's. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch von Herzen, wie immer, alles Gute, alles Liebe und ganz einfach. Tschüss!